Hallo und herzlich willkommen zu The Legend of Zelda Twilight Princess. Mein nagelneues Zelda-Projekt, jetzt nach Skyward Sword, das ja schon jetzt schon ein bisschen länger abgeschlossen ist, endlich wieder Zelda. Also ich freue mich ganz besonders, weil dieses Spiel auch so ziemlich der Grund ist, warum ich überhaupt nach einer langen Spielpause, Zockpause wieder angefangen habe zu spielen. Und, oh, ja, das Spiel ist einfach göttlich. Ich kann mich an so gut wie gar nichts mehr erinnern. Ich habe es ja damals am 8. Dezember 2006 zusammen mit meiner Wii bekommen. Direkt zum Release. Und es ist halt ewig her, Leute. Also, ich weiß noch nicht genau, wie ich spiele, ob ich es tatsächlich so halbblind weiterspiele oder zwischendurch vorspiele und ihr dann seht, wie ich es genau weiß, was Sache ist. Das werden wir sehen. Aber ich denke mal, fang doch mal an, oder? Ich meine, wir labern hier schon wieder so viel rum. Oh, seht mal! Meine alten Spielstände. Ist ja cool. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, weil, ja, warum habe ich es eigentlich nicht? Keine Ahnung. Habe ich überhaupt nicht mehr drüber nachgedacht. Ja, da, am 4.1.2007 habe ich es dann damals durchgespielt. Nach 34 Stunden. Ja, vielleicht habe ich es dann nochmal kurz angepackt. Ich weiß es nicht. Egal, wir nehmen uns auf jeden Fall einen neuen Spielstand. Kann ich den denn Link nennen? Hallo? Ende? Darf ich sogar. Okay, dann nenne ich mein Pferd auch Epona. Das passt. Klar. Bildformat. Ja, scheint zu passen. Egal, wir werden sehen. Am Abend werde ich immer ein wenig sentimental. Du nicht? Man sagt, um diese Stunde treffen das Diesseits und die andere Welt aufeinander. Und um diese Zeit kommen die Geister zu Besuch, die sich noch nicht von dieser Welt lösen können. Deshalb macht mich das Abendrot so sentimental und manchmal auch ein wenig traurig. Ach übrigens, Link. Übermorgen soll ich im Auftrag des Bürgermeisters nach Hyrule reisen, um am königlichen Hofe etwas abzuliefern. Aber es wäre mir lieber, wenn du an meiner Stelle reisen könntest. Würdest du das für mich tun? Ich denke, Link ist von der Idee sehr begeistert. Du warst noch nie in Hyrule, oder? Das Schloss von Hyrule ist riesig. Es ist umgeben von einer Stadt, viel größer als unser Dorf. Und die Welt, die unsere Göttinnen erschaffen haben, ist noch so viel größer als das. Du solltest sie dir unbedingt mit eigenen Augen ansehen. Aber es wird spät. Wir sollten langsam ins Dorf zurückkehren. Und wegen deiner Reise, ich werde alles mit dem Bürgermeister besprechen. Na, das klingt doch ganz gut. Was mich vor allen Dingen gerade überrascht, Leute, die Grafik ist ja richtig gut. Mein Gott, die habe ich gar nicht so gut in Erinnerung. Ich meine, Skyward Sword hat eine tolle Grafik, ganz klar. Aber das hier ist noch um einiges besser eigentlich. Der realistischere Look. Ich werde übrigens, wie immer, versuchen, möglichst wenig in die Sequenzen reinzulabern. Einfach um die Stimmung zu erhalten und so weiter, ne? Und ich will es ja auch selber ein bisschen genießen. Das ist ja auch so ein bisschen die Sache. Und ob ich das Ganze zu 100% lösen werde, ich will mich da nicht wirklich festlegen, weil ich dann diesen Druck die ganze Zeit habe. Ich muss das jetzt schaffen. Ich werde schon versuchen, in den Tempeln die jeweils zwei Herzteile, die es da immer gibt, oder? Mann, es waren noch zwei, nehme ich an, zu finden und alle Truhen und so zu finden. Und ja, dann so eben nach und nach auch versuchen, alle Herzteile zu finden und die Käfer und was es da noch so alle gibt. Ich bin mir da gerade gar nicht so sicher, wie das in diesem Spiel war. Gut, das wollte ich noch eben klären. Hey, Link! Bist du da? Du musst mir helfen, die Ziegen zusammenzutreiben! In letzter Zeit wollen sie einfach nicht auf mich hören!
die Ziegen eintreiben, natürlich. Ich glaube, das war schon... Da konnte man schon ganz gut failen. Aber wo ist Epona? Tja, ich denke mal, das sollte uns schon zeigen, wo Epona ist. Und jetzt können wir endlich selber spielen. Wir können endlich selber spielen. So, ich muss erstmal gucken, wie das alles ging. Wir haben eine Fee. Beziehungsweise wir haben keine Fee. Das ist meine Wiimote. Die erstaunlich gut funktioniert gerade. Was können wir denn noch so? Wir können hier so rumgucken. Okay. Ja, das ist übrigens sozusagen die gespiegelte GameCube-Version. Auf dem GameCube würden wir jetzt links lang gehen. Und nicht rechts. Nur mal so. Aber die GameCube-Version kam ja auch später und ist ja auch eigentlich egal. So, wegwerfen machen wir mit der Wiimote und den ganzen... Ach, ihr kennt das ja bestimmt. Halten. Zelda auf der Wii. Muss man nicht viel zu sagen, nur dass es von der Steuerung her mit Motion noch nicht ganz so extrem war. Und da haben wir auch schon Epona. Der wird gerade gestriegelt und so. Link, schau, ich habe Epona für dich fein gemacht. Na, das sieht doch schon mal gut aus. Frisch gestriegeltes Pferd und so. Wir können jetzt auch einfach loslegen, aber ich glaube, ich rede vorher mal mit ihr. Epona ist so ein schönes Pferd und schöne Pferde brauchen gute Pflege. Übrigens, Link, ich habe da eine Bitte an dich. Kannst du nicht auf einem Grashalm die Melodie spielen, die Epona so gerne mag? Ach, ja genau, hier stehen überall solche Grashalme rum und auf den kann Link irgendwie ein bisschen pfeifen. Flöten. Ja, Eponas Lied. Kennen wir schon direkt von Beginn an, ausnahmsweise mal. So, mal gucken, wie ging das denn? Okay, ja, ja, ich muss auch erstmal... Wow. Er geht gut ab, er geht gut ab. Okay, ich glaube, wir reiten ganz geschmeidig erstmal. Ein bisschen in die Steuerung reinzukommen und so. Ich kann mich auch noch sehr gut an den Tag erinnern, an dem ich das Spiel gekauft habe damals. Ich war nämlich ganz nervös, ob ich es überhaupt kriegen würde an dem Tag, weil die Leute von Mediamarkt sollten sich melden, ob ich von den Vorbestellern noch rechtzeitig war und nicht schon zu viele vorbestellt hatten. Aber ich bin dann einfach trotzdem hingefahren, obwohl die nicht angerufen haben und habe gesagt, die haben angerufen. Und dann haben sie mir das Ding doch gegeben. Ja, ja. Da musste dann wohl irgendjemand anderes in die Röhre gucken. Ja, ganz schön gemein, aber das war mir in dem Moment ziemlich egal, denn ich wollte unbedingt Zelda haben. Oh, das ist das Dorf. Hier können wir aktuell noch gar nicht viel machen. Also wir müssen uns erst um diese Weide da kümmern und die Ziegen. Leider. Ich erinnere mich auch dran, dass das Spiel am Anfang, ich glaube, also der erste Teil hier so in dem Dorf ist ein bisschen zäh. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Leute, ich hoffe, ihr bleibt dran. Ich versuche, da so schnell wie möglich durchzukommen. Und dass es spannend wird, so mit den Tempeln und, ihr wisst ja, die ganze Action, sie kommt irgendwann. So. Du erklärst mir das doch bitte, oder? Tut mir leid, Link. Du musstest dich wohl ziemlich beeilen. In letzter Zeit sind die Tiere so unruhig, sie wollen einfach nicht mehr tun, was man ihnen sagt. Aber wenn Epona dir hilft, kannst du sie sicher schnell zusammentreiben. Also gut, es ist schon spät. Bist du bereit? Ja. Okay, keine Erklärung? Doch. Wunderbar. Träg die Ziegen ganz einfach alle in den Stall. Ja, okay, das ist, hört sich ja jetzt erstmal nicht so schwierig an. Ist es aber. Vor allen Dingen, wenn man irgendwie... Ach so, antreiben auf... Ah, okay, wenn ich A drücke... Treibt er sie an. Ich dachte gerade, ich muss einfach nur so hinter denen her. Aber so ist es gar nicht. Ja, läuft ja schon mal echt prächtig. Okay. Die beiden sind schon mal im Stall. Okay, das müssen wir auch noch... Ich meine, das müssen wir öfter im Spiel machen, oder? Kann ja nur hoffen, dass ich das halbwegs... Ah, ich hab gar keine Zeitbegrenzung. Ich dachte gerade, ich stehe unter Druck. Tue ich ja gar nicht. Alles klar. Dann ist alles cool. Dann bin ich ganz gelassen. Ich stehe nur unter dem Druck, es euch recht zu machen. Was noch eigentlich ein bisschen schlimmer ist als der Druck im Spiel.
Na komm, du bist ein bisschen weit abseits da. Ne, das ist nicht gut. Du willst auch zu den anderen. Es ist spät, du bist müde. Du bist müde! Geh da rein. So, und ihr drei, ihr steht da auch so ungünstig. Das gibt's ja gar nicht. Komm. Schön hier im Kreis, ja, ja. So kriegt die doch niemals da rein, oder? Gehen die? Ja. Du auch. Och, komm, nee. Das ist doch ein Witz. Nee, dann machen wir es aber jetzt von hier. Ich glaube, das ist besser. Ach, ist das nicht immer so? Der Letzte. Will nicht. Freundchen, Freundchen. Genau. Das ist genau die Richtung, die ich für dich anpeile. Schön. Wir haben es geschafft. Was ein Erfolg. Link, Epona, vielen, vielen Dank. Morgen schaffe ich es bestimmt wieder alleine. Und du kannst dir jetzt einen ruhigen Abend machen. Oder hast du ein wenig Zeit? Willst du vielleicht mit Epona ein wenig Springreiten üben? Warte einen Moment, ich stelle dir nur ein paar Hindernisse auf. Ich hätte gerne geantwortet darauf und da hätte ich nämlich Nein gesagt. So, fertig, du kannst jetzt loslegen. Wenn du genug hast, spring einfach über das Tor und reite nach Hause. Okay, das mache ich sofort. Ich denke mal, weil das ist kein Problem, wir laufen einfach nur drauf zu. Ne, also... Das muss ich nicht gerade lernen und mir ist gerade der Nunchuck aus der Hand gefallen. Interessant, oder? Ja. Ein wenig. Hallo, Navi. Spiel speichern? Ja, warum nicht? Klar, ich speichere immer gerne. Um zu speichern, drücke Plus. Ja, ja. Ach, genau, da können wir auch mal reingucken. Haben wir auch noch gar nicht. Link, wach auf! Draußen ist es schon ganz hell! Ist es das? Ist es das? Ja. Ein Langschläfer, ne? So wie ich. Okay. Ja, ja, Link ist genau wie ich, natürlich. Nein. Ich bin nicht wie Link. Nee. Nee, 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 gar nicht. Hier ist der Keller. Ich meine, der ist dunkel, oder? Jo, der ist dunkel. Aber hier gibt's eine. Hier gibt's eine Kiste. Aber ich bin mir nicht sicher, ob man die auch so nehmen kann. Jetzt stehen wir direkt vor der Kiste, weil ich kann auch nicht weiter. Wir stehen direkt vor der Kiste, aber sie geht nicht auf. Okay, das geht nur, sobald wir... wir brauchen erst eine Lampe. Okidoki, dann weiß ich Bescheid. Dann mal wieder da hoch. Ich finde es gerade schade, dass man nicht mehr wie in Skyward Sword sprinten kann und hier hochspringen kann und alles sowas. Das war schon ein Vorteil, aber wenn ich dafür die Grafik sehe... Ah, oh, die Grafik ist so schön. Und ich meine auch, dass dieses Spiel ein bisschen schwieriger war als Skyward Sword. So macht es zumindest, so hat's, ist es in meiner Erinnerung. Kann auch sein, dass ich mich da täusche, aber... Ja, Skyward Sword war ja eigentlich ziemlich einfach, deswegen... Würde es mich schon freuen, wenn das hier ein bisschen schwieriger ist. So, ihr wollt doch bestimmt irgendwas von mir, oder? Hey Link, hast du schon gehört? Im Laden im Dorf kann man jetzt eine Schleuder kaufen. Stell dir nur vor, eine Schleuder! Ich wüsste nur zu gerne, wie viel Wucht dahinter steckt. Taromaru, wenn ihr unbedingt so eine Schleuder haben wollt, dann kommt doch einfach in unseren Laden und kauft euch eine. Sag mal, Betty, weißt du eigentlich, was so eine Schleuder kostet? Kannst du nicht deine Mama fragen, ob sie uns einmal ausleiht? Du spinnst wohl. Wenn du eine Schleuder willst, leg dich mit Taro zusammen. Was denkst du eigentlich, wer du bist? Aber das schaffen wir noch nie. Ich wünschte, unsere Eltern hätten... Oder wer sagt denn das jetzt? Ich weiß es nicht. Aber das schaffen wir doch nie. Ich wünschte, unsere Eltern hätten eine... keine blöde Mühle, sondern lieber ein paar coole Schleudern für uns. Okay, mit anderen Worten, wir brauchen eine Schleuder. Kommen wir auch ran, ist nicht das Problem. Hier ist noch ein Kind. Du, Link. Heute hast du doch frei, oder? Und die Angel, die ich gebastelt habe, ist jetzt auch fertig. Eigentlich wollte ich sie dir schon heute Morgen geben. Aber Papa meinte, ich soll warten, bis du sie dir selbst abholst. Ja, dann gib mal her. Epona ist sicher auch froh, einmal nicht arbeiten zu müssen. Die Angel, die ich für dich gebastelt habe, hat jetzt Mama. Ich hätte sie dir so gerne jetzt schon gegeben. Okay. Okay, okay. Das ist kein Problem. Dann geht jetzt unsere Questjagd in einem Dorf los. Da haben wir einiges zu tun, Leute. Einiges zu tun. Ich erinnere mich noch... recht gut daran. Okay, ich würde sagen,
Ja, weil ich es nicht genau weiß und mich da auch überhaupt nicht mehr auskenne in diesem Dorf. Wir quatschen erstmal die Leute an. Guten Morgen, Link. Und? Heute deinen freien Tag? Ich muss heute das Lager füllen. Sagt, ach, das ist ein Mann. Siehst du auf den Bäumen? Wenn du mit Hilfe von C die Perspektive wechselst, kannst du es mit Analogstick oder Steuerkreuz ganz leicht erkennen. Dieses Bienennest da oben kann man sich ja ganz leicht herunterbekommen. Ich dachte, das wäre eine alte Frau, Leute. Seit gestern ist unser Kater weg. Zera ist ganz niedergeschlagen. Zaira vielleicht auch. Ich muss sie irgendwie ablenken. Ich merke schon, merkwürdige Namen und Figuren, die man nicht wirklich als das erkennen kann, was sie sind. Na gut. Passt schon. Ist das hier der Laden dann? Nee, ist abgeschlossen. Die Tür ist abgeschlossen. Okay. Oder ist das doch der Laden? Was steht denn hier? Fahrtshaus. Na gut. Was haben wir hier? Oh, wir können sogar rein. Cool. Zairas Laden. Ich nenne sie jetzt einfach Zaira. Das habe ich jetzt so entschieden. Ach. Ja? Du hier, Link? So eine Überraschung. Willkommen. Sag mal, hast du nicht zufällig meinen Kater auf dem Weg hierher gesehen, oder? Gestern Abend habe ich ihn zuletzt gesehen. Seitdem kommt er nicht mehr heim. Ich bin ganz krank vor Sorge. Ich kann an gar nichts anderes mehr denken. Was soll ich nur tun? Mir eine Schleuder verkaufen. Das sollst du tun. Aber nein, nein. Wir müssen uns auf jeden Fall um ihren Kater kümmern. Ich weiß auch wie. Aber dafür haben wir vorher noch eine andere Aufgabe zu tun, denn wir benötigen dafür die Angel. Und an die Angel kommen wir auch nicht so einfach ran. Also so, ich weiß es alles im Groben. Im Groben kann ich mich erinnern. Die hier müsste unsere Angel haben. Ah, hallo Link. Mein Mann? Der ist seit heute Morgen unterwegs. Aber etwas ganz anderes, Link. Du hast nicht zufällig einen Weidenkorb im Fluss treiben sehen, oder? Einen geflochtenen Korb, in den man zum Beispiel ein Baby legen kann? Ich frage mich, wohin er wohl getrieben sein kann. Ach, nur der Korb ist weg. Okay, das sieht die ja noch ganz locker, weil ich dachte eigentlich, ihr Kind wäre weg. Naja, so hatte ich das in Erinnerung. Nee, dann ist alles cool. Ich glaube, ich muss da hoch. Ja, das kommt mir so vor. Hey, Link, hallo! Du kannst von unten mit mir reden, wenn du mich mit Z ansiehst und gleichzeitig A drückst. Das erinnert mich doch sehr an Ocarina of Time. Die Stelle einfach, naja, egal. Ja, genau. So macht man das. Jetzt verstehe ich dich auch gleich viel besser. Ich habe doch gar nichts gesagt. Du solltest den Görgen auch mal erklären, dass man Z gedrückt hält und gleichzeitig A drückt, wenn man mit Leuten weiter weg spricht. Übrigens, Link, du könntest auch einfach den Efeu verwenden, um hier hochzuklettern. Ja. Das ist hier alles halt so ein bisschen Tutorial-mäßig, ne? Gut. Siehst du, schon bist du da. Übrigens, ist das da drüben nicht die Katze von Zaira aus dem Laden? Die sitzt schon die ganze Zeit neben meinem Haus und starrt auf den Fluss. Ob sie wohl nach Fischen sucht? Haha, aber ohne Angel wird sie wohl kaum einen erwischen. Na egal, eigentlich wollte ich dir sowieso etwas ganz anderes sagen. Schau dir mal das Gras da drüben auf dem Felsen an. Ist das nicht die Sorte, auf der du immer flötest? Ich habe mir gedacht, du interessierst dich vielleicht. Ist schließlich ein ungewöhnlicher Ort, um Gras zu suchen. Du schaffst doch sicher mit Hilfe von... Ja, Analogstick rüberspringen. Das machen wir auch gleich mal. So, da hätte ich auch schon wieder failen können. Aber ich hab's nicht. Da staunt ihr, ne? So, wir flöten mal. Und schauen, was passiert. Da kommt wohl irgendwas auf uns zugeflogen. Ein Monster? Ich denke eher nicht, denn wir haben ja nicht mal ein Schwert. Na komm. Hallo. Wow. Okay, den können wir jetzt losschicken. Der soll... Wo soll der denn hin? Der soll da hin. Kann ich auch irgendwie ranzoomen? Nein. Aber er soll auf jeden Fall trotzdem dahin. Denn... Da vorne ist... Er macht's nicht. Wieso macht er das nicht? Hallo? Er müsste aber... Okay, nochmal. Okay, jetzt bin ich jetzt... Ich bin ja jetzt schon über... Ach, Quark, Entschuldigung. Wir können noch weiter. Wir können noch weiter, klar. So, jetzt pflücken wir das Gras. Und holen uns den Adler nochmal.
Und wie gesagt, Leute, der Anfang ist halt ein bisschen behäbig und so. Geht nicht ganz so ab, aber ich versuche möglichst schnell dahin zu kommen, wo die Action ist. Und dann wird es auch spannender. Komm. So, der böse Affe da hinten. Ah, das wird schon passen. Der hat nämlich den Weidenkorb. Aber nun haben wir ihn. Na, das ist doch schon mal was. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wir beenden an dieser Stelle den Part. Und im nächsten Part geben wir erstmal der Mutter ihren Korb zurück. Ja, damit fangen wir an. Bis dann und ciao.